Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir einen Klassiker und zwar ein Jägerschnitzel oder Jägerkrüstchen sogar. Ne? Ich habe Jägerkrüstchen machen wir, oder? Ja, mit Toastbrot. Mit Toastbrot ist Jägerkrüstchen. Aber das Highlight ist eigentlich die Soße. Wir machen das. Also, Jägerschnitzel bzw. Jägerkrüstchen. Es ist immer dann ein Krüstchen, wenn dort Toastbrot mit dabei ist. Also ein getoastetes Toast, Schnitzel und dann eine Soße oben drauf. Und das ist eigentlich auch hier das, worum es geht. Es ist die Soße, die das Gericht besonders macht. Ja, es gibt das dann noch, früher hat man das, gibt es noch eine andere Variante. Da sind dann Paprika mit drin. Heute nennt man das Balkan. Früher hat man das Zigeunersoße, dann darf man ja heute nicht mehr. Und sag ich mal, diese beiden Schnitzelsorten gibt es dann auch neben dem Wiener Schnitzel oder Pfefferrahmschnitzel und so weiter. Und ihr seht jetzt hier allerhand Schüsseln und so weiter. Das ist jetzt alles gar nicht so wild. Das und das brauchen wir zum Panieren. Zwiebel und Pilze brauchen wir zusammen mit der dunklen Soße hier, so einer, die dunkle Grundsoße. Zeige ich euch gleich aber auch noch einen Trick, wenn ihr die nicht habt, was ihr machen könnt. Wir verlinken euch die dunkle Grundsoße dann oben. Das ist genau diese Soße, die hier oben, die ihr jetzt hier seht. Verlinken wir euch, wenn ihr die als Basis zu Hause habt, wunderbar. Tatsächlich könnt ihr auch, wenn ihr zu Hause fertige Brühe habt oder sowas, auch eine gekörnte Brühe, im Notfall geht das natürlich auch. Was aber auch geht, wenn ihr das alles nicht habt, also ihr habt weder eine dunkle Soße, noch habt ihr gekörnte Brühe zu Hause, noch habt ihr Tomatenmark zu Hause. Was ihr aber mit Sicherheit zu Hause habt, ist Senf und Ketchup. Das könnt ihr auch nehmen. Also ihr bratet die Pilze und die Zwiebeln und so weiter an. Ja? Und dann nehmt ihr Senf, Ketchup und ein wenig Sahne. Kocht das einmal auf und ihr habt auch eine wunderbare Soße. Sage ich jetzt mal zusammen, zu so einem Gericht wie diesem hier geht das auch. Ist natürlich um Himmels Willen für alle, die die Rezepttreue und die Kulinarik jetzt gerade verehren. Ich verstehe euch und soll man eigentlich auch nicht machen. Aber grundsätzlich, sag ich mal, ne, der dumme Koch weiß ich nicht zu helfen. Ja? Aber ihr denkt ein bisschen mit und ihr wisst ungefähr, okay, das geht in die Geschmacksrichtung. Senföle für die Nase, Tomate, Süße, Säure im Ketchup und so weiter. Das passt alles. Das kommt ungefähr, sag ich mal, am Ende des Tages, wenn ihr das alles miteinander kombiniert, dem schon sehr, sehr nah. Also, ne? Und wie gesagt, das soll ja auch ein schnelles Gericht sein. Ihr sollt da jetzt kein Sternegericht draus machen, okay? Ich stelle jetzt erstmal das so ein bisschen weg, was wir jetzt akut nicht brauchen. Was wir auch noch brauchen, ist eine Knoblauchzehe. Okay? Knoblauch anschlagen, klein hocken. Der Knoblauch ist optional, ihr müsst ihn nicht nehmen. Ich mag das ganz gerne tatsächlich, wenn da noch so ein bisschen Knoblauch drin ist. Ich weiß gar nicht, gibt es, André, der könnt ihr nicht sehen, der André steht hier hinter. Gibt es eigentlich ein klassisches Jägersoßengericht? Ey, weißt du, was wir machen können? Guck das mal bitte im Pauli nach, für alle, die es nicht wissen. Der Pauli ist die Bibel der Köche. Die steht bei uns im Büro. Genau. Guck einmal nach, genau. Das würde mich mal interessieren. Jägersoße. Ob es ein klassisches Gericht in der Ausbildungsküche der Köche gibt, was mit Jägersoße, also ob es die Jägersoße in der klassischen Ausbildung der Köche gibt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil ich habe das immer, hast du das in deiner, also ich meine, du hast bei mir die Lehre gemacht, aber ich habe dir nie Jägersoße beigebracht, ne? Nee. Also wir haben es zumindest nicht Jägersoße genannt. Genau, wir haben Champignon-Rahmsoße gemacht, aber eine Champignon-Rahmsoße ist ja nochmal ein bisschen anders. Da ist ja noch Pernod oder Weißwein oder sowas mit drin. Das kommt ja hier gar nicht vor, ne? Dann brauchen wir eine Zwiebel. Ihr müsst jetzt nicht so eine große nehmen wie die hier, sondern wir brauchen eine kleine Zwiebel. Wenn ihr eine habt, könnt ihr die auch nehmen. Wenn ihr so eine große habt hier, sag ich mal, dann reicht davon tatsächlich ein Viertel. Und ihr müsst jetzt da auch nicht tatsächlich so... Der junge Koch steht da übrigens auch. Also, wir haben jetzt zwei Bücher geholt. Einmal der junge Koch, das ist die Bibel der Köche in Deutschland. Und der Pauli ist der aus der Schweiz. Also die Zwiebel muss jetzt nicht in allerfeinste Brunoise geschnitten werden, sondern es reicht tatsächlich, wenn ihr die grob schneidet. So, ne? Das ist ja auch ein rustikales Gericht. Tatsächlich, dann haben wir hier das Fleisch noch. So. Und jetzt die Pilze. Bei den Pilzen, ich mag das tatsächlich, wenn die in Viertel geschnitten werden. Für dieses Gericht werden die aber in Scheiben geschnitten. Ne? Also einfach so
runterschneiden, fertig. Wir kochen zuerst die Soße. Dafür gehen wir jetzt gleich an den Herd. Wir kochen zuerst die Soße. Die schmecken wir komplett ab. Und wenn das fertig ist, dann machen wir das Schnitzel. So, wir sitzen an der Pfanne und für alle, die im Video aufgepasst haben, der André hat ja gerade im Pauli, ich zeige einmal die Bücher, wie die aussehen, das sind die Bibel der Köche, also die Leute, die die Ausbildung bei uns machen, da gibt es zwei Stück. Es gibt einmal Der junge Koch, tolles Buch, kann ich sehr empfehlen, wirklich, ne? Steht alles drin, Basiswissen und so weiter, aber noch viel, viel geiler finde ich persönlich das hier. Das ist der Pauli, das ist das Lehrbuch der Köche, ja. Die sind relativ neu. Und wir müssen mal gucken, wir haben auch noch die alten Bücher davon, aber in diesen beiden Büchern steht Jägersoße, Jägerschnitzel nicht drin. Ja, also in beiden nicht. Wenn Köche zuschauen, die ein bisschen älter sind noch als ich und als der André, und guckt bitte mal nach, ob ihr noch den alten jungen Koch zu Hause habt. Ja, auch von mir aus den kleinen jungen Koch. Ist egal. Guckt bitte einmal nach, ob ihr das klassische Gericht noch findet. Da ist es zum Beispiel jetzt schon verschwunden. Interessanterweise, ja, also, okay. Genau, wenn es da mal drin war. Genau, es könnte auch sein. Ich meine, in meinem Jungkoch war das ja auch nicht. Ja, okay. So, wenn es bei dir dann auch schon nicht drin war? Ja, guck mal. Und wir wundern uns, warum klassische Gerichte von den Speisekarten verschwinden, ne? Ja, da weiß es. In die Pfanne geht ein Stück Butter, ungefähr ein halber Esslöffel. Ihr müsst aber keine Butter nehmen, ihr könnt auch normales Öl nehmen oder was auch immer ihr möchtet. Dann gehen Knoblauch und Pilze zuerst rein, Knoblauch und Zwiebeln zuerst rein. Wenn ihr jetzt die Pilze groß gelassen hättet, also Viertel, dann hätte ich die Pilze zuerst reingetan, weil sie einfach sehr, sehr viel Wasser verlieren. Und ich dann, ne, ja, ich möchte den Pilz ja schön gar haben, ne, auch. Und weich auch. Und auch hier muss jetzt keine große Hitze, also klar, die Butter muss schmelzen, aber es muss jetzt nicht so eine große Hitze sein, dass das braune Butter wird. Sondern es kann schön, eine schöne leichte Hitze sein, ne? So mittlere Hitze, sagen wir mal. Wenn ihr feststellen solltet, so wie ich jetzt hier, für die Größe an, also ihr könnt auch einen kleineren Topf nehmen. Ich habe jetzt eine Pfanne genommen, wenn ihr jetzt feststellt, da ist zu wenig Fett drin, dass das schön, sich vernünftig, sag ich mal, glasiert wird hier, ne, der Zwiebeln und der Knoblauch, dann nehmt ihr noch ein kleines bisschen mehr dazu. Bitte kein Wasser dazugeben, um das gar zu machen, ne, sondern das muss schon fett sein. Und ihr wollt, dass die Zwiebel schön glasig ist, ne, und leicht angegart ist, wie so eine Schmorzwiebel, die man auf Spätzle macht oder auf Steak oder wo auch immer drauf, ne. Die muss also weich sein, ne. Das kann auch ein paar Minuten dauern. Ja, und um der Vorbereitung so ein bisschen gerecht zu werden, nehmen wir jetzt das Schnitzel. Ihr könnt dafür verwenden Hähnchen, Schwein, Pute und Kalb. Ja, also alles, was helles Fleisch ist. Zum Panieren ein bisschen Salz. Erst Mehl, dann Ei. In dem Fall hier ist das das ganze Ei, also nicht nur Eiweiß oder Eigelb, sondern das ganze Ei. Und anschließend Paniermehl. Macht das bitte nicht irgendwie am Morgen oder, ne, 3 Stunden vorher, sondern macht das zeitnah, ne? Sodass wir da nicht, dass das Schnitzel noch schön souffliert. Schaut mal, so sehen die Zwiebeln und der Knoblauch aus, ne? So goldbraun. Also wenn die jetzt, egal wo solche Zwiebeln drauf landen, das wird lecker. Ja, keine Frage. Da gehen jetzt die Pilze hinein. Und wenn wir jetzt eine Champignon-Rahmsoße machen würden, also eine ganz normale Champignon-Rahmsoße, und die nicht Jägersoße nennen würden, dann würden wir das mit Weißwein ablöschen und dann Jus draufgeben und dann Sahne dazu. Das nur als Hinweis. Auch hier jetzt, ich stelle fest, da muss noch ein kleines bisschen, Butter dazu. Und hier oben ist die Pfanne für das Schnitzel. Da geht jetzt auch ein kleines bisschen Butter rein, aber dieses Butter ist für das Toast. Ja, wir braten das Toast in Butter an. Wenn ihr einen Toaster zu Hause habt, nehmt einen Toaster. Ich habe jetzt hier gerade keinen, deswegen brate ich das in der Pfanne an. Wenn die Champignons so weich sind, dass sie
also sich verbiegen, ohne dass sie brechen. Ne? Nur vom Auge her, nicht reinfassen, bitte. Dann sind sie weich genug, um... Der André verdreht gerade die Augen. Der verdreht gerade die Augen, das könnt ihr nicht sehen. Der verdreht die Augen. Aber du weißt genau, dass es Leute gibt, die das machen werden. Oder? Ich wäre zum Beispiel auch so einer. Wenn ich jetzt kein Koch wäre, würde mir denken, ja, woran sehe ich das denn? Ja? Dann greifst du rein und dann nimmst du den Löffel oder was, ja? Ja. So, jetzt kommt was. Ach du meine Güte. Oh, was ist das für ein Buch? Das große Buch der Kochkunst, das ist der Vorreiter von Pauli. Ja. Von wann ist das? Von 1976. Von 1976 hat meine Mutter jetzt ein Buch rausgeholt. Darf ich mal sehen? Ja, hier ist es. So, also, ja. Jägersoße. Ja. Wo haben wir sie denn? Ah, da ist sie. Ah, Mama. Ja. Ja, gut, okay, also. Das darfst du auch gar nicht voll, ey, das willst du lesen. Also, Jägersoße. Wildabfälle und Wurzelwerk klein hacken und in Butter braun anbraten. Mit Wein ablöschen, bis auf 2/3 einkochen lassen. Gewürze, braune Soße, Fleischbrühe zugeben, eine Stunde unter kleiner Flamme kochen lassen. Und vor dem Anrichten durchpassieren. Aufkochen und mit verquältem Rahmen unterziehen. Beigabe zu wild. Da oben. Also, es ist von Fadi, oder was? Ja, ja, das habe ich jetzt gerade eben gelesen. Also, dieses Buch ist von meinem Vater hier. Wunderbar. Danke. Bitte. Also, nur mal so, ne? Hier, so sieht das aus, das Ding. Wunderbar. Das wollte ich doch jetzt wissen. Ich danke dir. Gut. Wir machen das anders. Wir haben keine Wildabfälle hier, die wir verarbeiten. Wildabfälle, oder? Das ist auch gut, ne? Der Ausdruck alleine schon, Wildabfälle. Okay, Flamme machen wir jetzt wieder an. Die Zwiebeln und die Champignons sehen jetzt so aus. Also so könnte man sie jetzt auch schon essen und sie würden mit Sicherheit fantastisch schmecken. Jetzt kommt ein wenig Salz dazu. Nur ein wenig, nicht viel. Jetzt geben wir dazu 4 bis 5 Esslöffel von der braunen Soße. 4 und 5. Ich habe Kollegen, die sagen, lass es so, ohne Sahne. Ja? Könntet ihr jetzt auch so servieren, würde ganz fantastisch schmecken. Ich gebe aber gerne ein bisschen Sahne dazu. Das waren jetzt 200 Milliliter. Und dann lasst ihr das bei kleiner Flamme, wirklich kleiner Flamme, lasst ihr das kochen. Ich gebe jetzt schon ein wenig Schnittlauch dazu. Oben brate ich jetzt das Toast, mache das goldbraun. Früher so eine Seniorenportion, weil ich habe mal in einem Restaurant gearbeitet, wo es dieses Gericht auch gab. Da haben wir dann immer nur einen Toast genommen. Also ist auch so ein... Ich wollte jetzt leichtes Mittagsgericht sagen, ist es aber nicht. So, schaut mal, wie das, wie sämig das ist und wie dickflüssig. Genau so wollt ihr das auch haben. Jetzt macht ihr die Flamme aus und stellt das zur Seite. Ne? Wenn ihr einen Backofen mit Oberhitze habt, könnt ihr auch, und ihr keinen Toaster habt, könnt ihr das auch in den Backofen mit Oberhitze machen. Das geht auch. Okay, in diese Pfanne geben wir jetzt eine nicht unerhebliche Menge Öl. Das, was man nicht mehr braucht, zur Seite. Schnitzel haben wir hier. Ich habe das wieder in das Paniermehl zurückgelegt, ne? Um das aufzubewahren. Also wenn ihr das vorbereitet, lasst es bitte in dem trockenen Paniermehl liegen und legt es nicht einfach irgendwie auf ein Blech oder so. Ich habe da jetzt ein kleines Stück Paniermehl reingeschmissen, um zu gucken, ob das heiß genug ist. Ja? Weil ich jetzt hier keinen Holzspieß habe und ich brauche auch keinen Holzspieß in diesem Rezept, also habe ich keinen. So, Schnitzel geht rein.
zweite Schnitzel geht rein. Und dann lasst ihr das so, schwenkt ihr das die ganze Zeit und seht zu, dass das Fett immer wieder über das Schnitzel, das heiße Fett über das Schnitzel läuft. Ja? Und es passiert jetzt Folgendes, das Schnitzel souffliert in der Pfanne. Ja? So. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Frittiervorgang. Und wenn ihr merkt, dass der Rand, so wie jetzt hier bei mir, anfängt knusprig zu werden und es ändert sich auch von der Lautstärke, ihr merkt, das wird ein bisschen lauter, dann nehmt ihr die Zange und dreht das um. So und so. Und dann lasst ihr das Schnitzel wieder durch die Pfanne tanzen. Und genau das ist eigentlich auch der Ausdruck. Ja? Wir bringen das Schnitzel zum Tanzen. Und das Ei und das Mehl bewirkt jetzt Folgendes. Die Panierung setzt sich nach oben hin ab. Ja? Und für alle, die jetzt sagen, wieso hat der nicht Panade gesagt? Weil es keine Panade ist. Eine Panade ist etwas anderes. Das heißt Panierung. Okay. So. Leg das einmal hier, das Toast, so ein bisschen zur Seite. Und wir nehmen das Schnitzel jetzt heraus. Und wir richten es auch sofort an. Es wird verkündet. Nein, nein, also Spaß beiseite. Wir haben noch ein Buch gefunden aus dem Jahr 1969. Also, hier steht tatsächlich Jägerschnitzel. Ich zitiere. Ein unpaniertes, gebratenes Schnitzel wird mit nachstehender Soße bedeckt. Gehackte Schalotte lässt man in Butter angehen, löscht mit Weißwein ab und verkocht dann mit 2/3 Kraftsoße, 1/3 Tomatensoße. Die Soße wird kräftig gewürzt und enthält, jetzt gut zuhören, Morcheln und Champignonscheiben als Einlage. Also, da. Und das ist die Hotel- und Restaurationsküche. Das ist schon so alt und so verblasst, dass man das kaum noch lesen kann. Ne? Das Toast kommt in die Mitte des Tellers. Dann auf das Toast. Das Schnitzel. Nein. Nein, das war nicht heiß. Ich habe in die Klinge gegriffen, aber es ist nichts passiert. Ja. Das Toast da drauf, das Schnitzel da drauf, auf das Toast, so. Und jetzt, das tut mir immer so ein bisschen weh, kommt diese Pilzsoße obendrauf. Jetzt weiß ich auch, warum die alten Rezepte mit einem unpanierten Schnitzel gemacht wurden. Jawohl. So. Da haben wir es. Jägerkrüstchen, Jägerschnitzel, Jägersoße. Haben wir alles einmal durch. Ich danke euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.